Ja, um die US-Wahlen kommt man nicht mehr herum, wenn man aufs Internet geht. Die Schlammschlacht dauert nun schon beinahe ein Jahr oder über ein Jahr mit der Nomination. Die Clinton gegen Bernie Sanders gewann. Und Trump gegen Jeb Bush. Und dann begann, was man nie für möglich gehalten hat. Also, da sind die Wahlen in Russland harmlos dagegen verlaufen, kurz und bündig. Und die sogenannten demokratischen Wahlen in Amerika erinnern nicht einmal im Ansatz an Demokratie. Trumps Statements und Trumps Antworten oder Propaganda wird von Sendern wie CNN, BBC, MS, MBC, MS oder wie sie alle heißen, von der Washington Post, New York Times und so weiter, werden gar nicht mehr gebracht. Es wird nur noch Clinton-Presse veröffentlicht. Also der Begriff Lügenpresse hat hier eine neue Dimension erhalten. Wenn man ein Video von Nordkorea anschaut, wie sie zeigen, dass Amerikaner tanzen, jubeln und beinahe in Ohnmacht fallen, weil sie ein Handy gewonnen haben, in einem riesigen Schuppen oder in so einer Konventhalle, dann ist das eigentlich gar keine Parodie mehr, sondern das ist einfach ein Tatsachenbericht. Und so ist es jetzt mit den Wahlen. Also da wird geschrien und gejault und verdammt und erniedrigt, diffamiert und ja, alles Mögliche wird jetzt da gemacht. Und im Grunde geht es nur um zwei Personen, also ein Präsident der Welt oder ein Präsident von Amerika. Und wir sehen hier noch einmal das US-Horoskop, das ist keine Ereignisprognose, sondern eine Energieprognose. Das ist im März 2017 die progressive Sonne. Auf der progressiven Sonne ist immer noch der Neptun. Das heißt, dieser König. Und wenn der amerikanische Präsident also die Weltmacht regiert, dann muss man dem unerbittlich Folge leisten und sagen, es geht hier um die Wahl vom König der Welt und um nichts anderes. Das ist auch mit der Bibel so, wo behauptet wird, 4000 Ereignisse hätten sich eingestellt, seien eingetroffen. Das ist ja nur auf der Denkebene. Also mit Zahlen kann man alles beweisen. Und da wurde dann gesagt, dann und dann, also wie bei Nostradamus, dann und dann ist das passiert und dann ist das passiert und dann wird das passieren. Also die Apokalypse, ein astrologisches Statement,
von Apologeten, die sich die unter dem Pseudonym Johannes geschrieben wurde. Also wir müssen halt die Wirklichkeit und das Gesprochene und dann Gedachte und Gehandelte von der Wirklichkeit als Realität unterscheiden. Und wir können nur der Realität folgen. Dem Wirklichen folgen wir nicht, weil es so schwer ist, sich zu besinnen. Es ist viel einfacher, die Gefühle in Geist, also zu taufen, die Gefühle zu taufen und sie dann Geist zu nennen, wenn sie Namen haben. Und darum müssen wir dem Folge leisten und darum stimmt die Astrologie auf dieser logischen Ebene eben auch. Also die Sonne da, der König der Welt, wird keiner sein, also sonst hätte die Clinton als Politikerin einen Politiker als Rivalen, also als Gegner, als Kontrahenten bekommen und den hätte sie dann abserviert wie den Bernie Sanders. Den hätte sie gekauft oder verunglimpft und das wäre dann ein leichtes Spiel gewesen. Das war auch so geplant, nur eben diese Begriffswelt, in der wir leben, in der Realität, die hat mit der Wirklichkeit, die ganz anders operiert oder wirkt, sehr wenig zu tun. Also die Sonne auf Neptun, die wird aufgelöst, die Sonne, der König, der Fürst der Welt. Das geht natürlich auch so, dass Russland und China und viele andere Verbündete jetzt eine Weltherrschaft der Amerikaner gar nicht mehr zulassen. Aber es wird auch sehr schwierig sein, einen Präsidenten überhaupt, der andere war ja schon unfähig und hat keine Löhne mehr bezahlen können. Das alles will Trump ändern, das will die Clinton aber nicht, die will Weltpräsidentin werden und der Trump will amerikanischer Präsident werden. Das ist jetzt so ungefähr Sie sehen hier im Februar, März, immer noch, da geht der Neptun drüber, jetzt ist er sogar noch hinter der Sonne. Also hier ist er jetzt, ja, der Neptun. Und die Sonne hier. Die Sonne hier und der Neptun hier und muss über die Sonne und löst diese auf. Und Amerika bekommt derzeit den Wandel, die Umkehr vom Merkur, darum hat er hier einen Strich drunter. Alles das zeigt, dass Amerika ausgespielt hat in der Form, wie sie sich das vorgestellt haben, noch als 2003. Robert Kagan in ARD und ZDF sogar in den Nachrichten, beste Sendezeit, Büchlein verkauft hat, wegen den Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein. Sie haben Saddam Hussein dann getötet, ermordet wie Gaddafi und sind dann wieder abgezogen und haben natürlich nicht Vakuums hinterlassen, sondern das sind so niedliche, euphemistische Begriffe, sondern sie haben die jeweilige Bevölkerung geteilt und aus diesen Teilen gab es wieder Teile und so weiter und zuletzt war jeder Einzelne eine Partei. Aus zwei Parteien wurden dann Dutzende und Hunderte und man sieht nicht mehr durch. Also das nur zum amerikanischen Horoskop. Wie auch immer, wahrscheinlich wenn jetzt die Clinton gewinnt, dann ist es Betrug, Neptun auf Sonne. Wenn Trump gewinnt, dann ist es Schwäche als Präsident, weil er das nicht im Griff hat. Aber sie hat es auch nicht. Sie hat ja nur ihre Standardformeln und Reden, die sie auswendig gelernt hat, sogar noch am Pult mit Einflüsterer
und Suggestionen von Helfern im Hintergrund. Also gut, Amerika, diese Neptun-Sonne, das ist ein gewaltiger Aspekt bei Einzelmenschen auf der progressiven Sonne, wohlverstanden. Auf der Radix-Sonne wäre es abgeschwächt. Das ist ein gewaltiger Aspekt bei Einzelmenschen und bei einem Land bedeutet es, dass es führungslos wird. Wie auch immer. Das zeigt sich dann in anderen Dingen. Ich lasse jetzt dieses Horoskop da verschwinden. Und jetzt haben wir das Horoskop von Hillary. Und da schnell, weil ich ganz kurz machen möchte, wir haben ja kein Gedächtnis und die Leute mögen nicht lange zuhören und zuschauen. Ganz kurz, das ist der 20. Januar, der Tag der Vereidigung. Da hat die Clinton, die Hillary, die Sonne, ich mache hier ein paar Striche hier, das sind die Transite, die blauen hier außen und innen das Radix und ganz außen die Progression. Als der Neptun auf der Sonne, auf dem Ne als der Mond hier, der progressive Mond auf dem Neptun stand, war dieses zweite Duell mit Trump, sie war in der Schwäche, sie musste nur noch, sie lügte nur noch, er hatte da 10-mal Lügnerin gesagt, das ist Mond Neptun. Und sie war auch sonst geschwächt, sie saß die ganze Zeit, während er die ganze Zeit stand. Also sie würde das gar nicht leisten können, als Präsidentin dazustehen, sage ich jetzt mal. Gut, ich zeige Ihnen das zwei Aspekte, die ganz genau ähnlich sind, aber also die beiden Sonne und Jupiter betreffen, aber umgekehrt. Die Sonne steht exakt an der Vereidigung hier. Hier sehen Sie die Sonne, ja? Steht exakt zum Jupiter hier. Zu ihrem Jupiter. Und zwar ein halbes Grad im Wassermann zu einem halben Grad im Schützen. Also das gibt ein exaktes Sextil. Nun ist aber der Kreis, was viele vergessen, der Kreis ist eigentlich ein Quadrat mit vielen Seiten. Also ich könnte sagen, 43,5 Grad oder 116 oder 47,8 Grad sind auch ein Aspekt. Also jeder Punkt im Horoskop ist ein Aspekt. Weil das ist ja nur ein Kreis, der sichtbar rund gemacht wurde. Und so konnte mit 360 Graden, ja, das ist Pythagoras, der angeblich in Ägypten war, aber nie dort, er war auf der Flucht. Sogar Heraklit hat gesagt, das ist der Vater der Schwindler. Wohin sollte er eingeweiht worden sein? Und dann reden wir da von pythagoreischen Lehrsätzen und so weiter und so fort. Also ich könnte sagen, 12,5 Grad, das ist ein Aspekt. Jede Summe, jede Distanz, 163,2 ist ein Aspekt, 163,3 ist dann wieder ein Aspekt, weil dieses Quadrat einfach rund gemacht wurde. Das ist die Quadratur des Kreises und mit 360 Grad kann man alles anfangen. Man kann alles beweisen mit Zahlen. Nicht nur im Kreis, auch eben wie in der Bibel, 5777 Jahre oder Mohammed wurde
vom 24. September starb er oder solche Dinge. Also das sind Fantasien, die wir so haben, oder? Jesus wurde 7 vor Christus geboren oder 0 und so. Das ist eine Allegorie. Die Therapeutia, eine jüdische Sekte, hat das noch als Allegorie unter Valentinian und so weiter aufgefasst, bis dann eben Irenäus mit seiner Spitzerfeder kam und Jesus historisieren wollten, wie die Israeliten Moses historisieren wollten, oder? Und wie die Muslime Al-Akbar, also Gott ist der Größte und so weiter, historisieren, indem sie dieser Mohammed trat ja als Warner auf, und erst wo er in Schlachten, wohlverstanden, in Schlachten, also mit Gewalt gewann, sagt er dann, jetzt habt ihr eine neue Religion. Und dann begegnet er einem, der nicht kein Fleisch aß und so weiter, der das nicht annahm, und dann aß er auch kein Fleisch mehr, er machte alles nach, er machte auch die Bibel ist Abraham auch der Vater und so weiter. Und der redete ja sogar von Moses, ja, es gibt keine Stelle, wo Moses Platz hätte in der ägyptischen Königsliste. Und in der ägyptischen Zeit, in der ägyptischen Geschichte, in der Chronik. Es gibt aber Plätze, wo Israeliten regierten in Ägypten und Ägypten unterwarfen und so weiter und so fort. Das waren die Hyksos. Also das sind alles Fantasien. Nur müssen wir denen diesen gedachten Zeug, müssen wir unerbittlich folgen, weil wir ja auch weiter gedacht haben und genau gleich gedacht haben, wie die gedacht haben. Das war bei den Ägyptern noch anders, die gefühlt haben. Aber darauf können wir jetzt nicht zurückkommen. Wir müssen ab dem Testament, und dann kann man natürlich immer sagen, ja, das war eingetroffen, das ist eingetroffen, das ist eingetroffen. Also, Jesus kommt wieder, also das war der Thomas von Aquin, ein anderer großer Kirchentheologe im Mittelalter, der gesagt hat, die Erde ist flach, weil sonst würden die Menschen unten Jesus gar nicht sehen, wenn er zurückkommt. Was die Menschen damals, die Therapeuten, die Wissen hatten von alten Menschen, man muss sich das vorstellen, die hatten vor Christus, schon wie, also als Christus die Geschichte, hatten die schon Wissen von uralten Menschen. Das bedeutet, die hatten, was damals uralt hieß, das heißt von Tausenden von Jahren, hatten die Wissen von solchen Menschen. Und dann kamen plötzlich die Rhetoriker und haben da ihre Gedanken so ernst genommen, dass sie aufschrieben und Schicht um Schicht Geschichten entwarfen. Das machen wir heute noch. Und darum können wir eigentlich nur über Energien reden, wenn wir vom Wirklichen reden, und sonst müssen wir still sein. Aber wir reden von Ereignissen. Und das ist schade. Denn wir machen die Gefühle kaputt, indem wir sie taufen und dann Geist nennen, wenn sie einen Namen haben. Gut, das gehörte irgendwie schon dazu, nicht direkt, aber ja, es gehörte dazu. Also Sonne, Transit hier, ganz exakt zum Jupiter, die Sonne, Transit hier, ganz exakt zum Jupiter von der Clinton am Tag, wo der Präsident vereidigt wird, am 20. Januar 2017. Das ist ein Sextil, wohlverstanden. Und von der Sonne
sie am anderen Tag schon auf 2 Grad zusteuert und am dritten schon auf 3 Grad, 4 Grad, also keine Exaktheit mehr hat. Ist aber seltsam, dass sie an diesem Tag genau ein Sextil hat. Sie könnte aber auch ein Quintil oder ein 1,5 Quadrat oder ein Quadrat haben. Nein, sie hat ein Sextil, von dem wir sagen, da könne man noch wählen, was ja auch wieder nicht stimmt, weil alle Aspekte sind Distanzen und entweder zwingt uns das Schicksal oder eben nicht. Einen halbfreien Willen gibt es nicht. Entweder ist unser Wille frei oder ist eben nicht frei. Man kann nicht sagen, du hast die Wahlfreiheit. Das würde bedeuten, du hast die Freiheit. Du hast sie entweder nicht oder du hast sie. Aber halbfrei, das ist nicht mehr Freiheit, ja? Gut, jetzt schauen wir uns dasselbe bei Donald Trump an. Und das geht dann so. Ganz umgekehrt, es ist nicht die Sonne, die einen Tag später schon weg ist von ihrem Aspekt, sondern hier ist es der Jupiter. Der Jupiter, ich mache auch wieder ein paar solche Striche, damit Sie es besser sehen. Der Jupiter hat ein exaktes, nicht Sextil, sondern ein exaktes Trigon zur Sonne. Sie hat ein exaktes Sextil von der Sonne zum Jupiter und Trump, das ist jetzt Trump hier, dieses Horoskop, und Trump hat ein exaktes Trigon zur Sonne hier oben und zum Uranus, auch noch, zum progressiven Uranus, der ist näher als der Radix-Uranus und zum Mondknoten. Also, ich meine, Trump muss ja mit seinen Milliarden und Millionen oder was, muss er ja einen Erfolgsaspekt im Leben gehabt haben oder immer noch haben. Und das ist sein Erfolgsaspekt, der Jupiter da, ist nämlich auch Radix betroffen und progressiv. Also der Jupiter-Transiter ist auf dem progressiven Jupiter und noch auf dem gegenüber den Radix-Jupiter. Und zu diesem Trigon zur Sonne. Also das ist natürlich ein größerer Aspekt, weil der Jupiter läuft nicht jeden Tag ein Grad, sondern der läuft sehr langsam. Der hat mehr als ein Jahr, fast 2,5 Jahre durch ein, manchmal durch ein Zeichen. Und der hält sich da länger auf. Und ist darum, nicht weil er sich länger aufhält, sondern weil er seltener vorkommt. Also wir haben nicht ständig Jupiter-Trigone, aber wir haben jedes Jahr 2 Sonnentrigone zum Jupiter. Aber wir haben nicht Jupiter-Trigone zur Sonne, weder zur progressiven noch zur Radix. Das haben wir viel seltener, aber auch einige Male im Leben. Aber eben nur einige Male. Und die Sonne, weil wir die bei der Clinton angeschaut haben, die ist da beim Trump, also auch einen halben Grad Wassermann, und steht in einem Quinkung. Sehen Sie, das ist jetzt auch wieder so ein Aspekt. Das ist ein Zeichen, 2 Zeichen, 3 Zeichen, 4 Zeichen, 5 Zeichen. Das sind 150 Grad. Steht sie zur progressiven Sonne. Exakt, auch ganz exakt 0,26, also 0,30 Grad Jungfrau im Januar dort in der Vereidigung und 0,40 Wassermann, auch 0,30, also auch ein halbes Grad oder ein Grad Wassermann, auch ganz exakt. Also auch er hat einen Aspekt zur Sonne. Und gleichzeitig einen Jupiter
transitären, langsamen Aspekt zur eigenen Geburtssonne. Das ist allerhand, da könnte man jetzt, wenn man so diese Fingerchenastrologie betreibt, mit dem Fingerchen in der Zeichnung umfährt und sagt, da hast du noch ein Trigon und da hast du noch ein Quadrat und so, könnte man jetzt schon sagen, der Trump muss gewinnen. Nur der, so einfach ist es nicht, der hatte da den Saturn noch auf dem Mond, allerdings steht der auf dem Radixmond, also der Saturn, steht der wiederum im Sextil zum Jupiter. Das ist aber bei der Clinton auch so und bei Ihnen und bei mir auch so in jenen Tagen. Und er hat da vom Jupiter noch eine Opposition zum Uranus. Das ist nicht schlecht, weil der Jupiter ja, dieser Jupiter hat eine Opposition zum Uranus, transitär beide. Aber das ist nicht schlecht, weil das ja ein Trigon zur Sonne gibt und dann vom Uranus ein Trigon auch zur Sonne und zu Uranus. Nun, dann gibt es noch diese Halbsumme Sonne-Saturn, die bei ihm hier steht. Also, ich sehe da nicht ganz schlimme Dinge. Ein Sextil zur Venus oder zu Jupiter. Und eigentlich auch zum Uranus ein Sextil, also das ist ja ein Sextil, das ist ja nichts, also das ist förderlich, es ist zwar Sonne-Saturn, oder das ist hier der Saturn und das ist die Sonne und dieser Strich da ist die Hälfte, das ist zwar Beschwernis und Pflicht und etwas auf sich nehmen, würde auf sich nehmen, aber der hat ja entspannte Aspekte. Sextile zu Sonne, Jupiter und ja, hier noch zur Venus und dergleichen mehr. Man muss noch sagen, dass die transitäre Sonne ins vierte Haus geht, das ist meistens das ist auch oft beim Träumen, also wenn Aszendent und MC sich drehen in der Nacht der Fall, das ist auch beim, also Geheimnisse hat einer, der zum Beispiel die Radixsonne dort hat, oder Sterben, aber vor allem auch ein neues Haus und Washington, also das Weiße Haus, wäre dann ein Umzug. Das würde bedeuten, ab dem Tag würde er umziehen. Wenn diese Zeit stimmt, dann geht, das ist das IC, das Progressive, und hier das MC bei Saturn, dann geht die Sonne, hat auch Opposition zum Saturn, zum Progressiven übrigens, geht die Sonne ins vierte Haus, und das würde bedeuten, er zieht in ein neues Heim ein, also in das Oval Office. Aber soweit würde ich jetzt nicht gehen, weil das wäre Ereignis, ich will nur die Energie zeigen. Sie können sich das selber ausmalen, diese Jupiter-Sonne-Trigon hier, also Jupiter-Sonne-Trigon hier, und bei der Clinton diese umgekehrte Situation von der Sonne zu Jupiter im Sextil. Nun habe ich bei der Clinton noch etwas gesehen, das ich noch erwähnen möchte. Und das ist wegen ihrer angeblichen Krankheit. Das ist Saturn, Neptun. Ist dieser Strich da? Wir haben hier den 20. Januar, das ist jetzt noch nicht der Fall, 20. Januar 2017. Ich gehe auf den 19., wo wieder so ein
rituell stattfindet, ja. Zurück und schaue mir das an ohne Trump und USA. Und zwar Saturn, Pluto. Also hier dieser kleine Strich da, dieser rote, ist Saturn, Pluto. Und der ist genau auf Saturn, Pluto, Radix. Also das, die Sonne ist auf Saturn, Pluto, Radix hier oben und auf dem Progressiven, weil da ist noch ein roter Strich, sehen Sie. Ich mache schnell einen Monat zurück, damit Sie sehen. Da wurde sie ungefähr ohnmächtig. Das war der 11.9., wo sie umfiel, was ich hier überhaupt nicht gönne. Ja? Aber das war schon im Orbis, also da war sie schon auf dem Radix. Saturn, Pluto, das heißt ausscheiden, notwendige Trennung, sie müsse sich trennen von den Leuten dort. Und das ginge jetzt noch, aber jetzt kommt die Ohnmachtsachse, Uranus, Neptun. Also das hat dann mit dem Jenseits zu tun, das erreichen wir nicht mehr. Und die ist auch da. Die ist auch da. Also, wohlverstanden. Hier und hier im Radix. Saturn, Pluto, stelle ich jetzt ein, ist genau auf, sehen Sie, der Strich bleibt einfach hier. Der Strich bleibt einfach, dieser rote Strich da unten. Das ist Saturn, Pluto und jetzt Uranus, Neptun. Der bleibt ein bisschen daneben, also null. Und das gibt mir natürlich schon zu denken. Also das ist jetzt wirklich, da nimmt mich jetzt Wunder, wenn die Sonne exakt darüber geht und der Merkur, der Verbrannte, wo sie immer Zuflüsterungen und, wie sagt man im Theater, diese Menschen, die unten sitzen und Souffleur, jetzt geht die Sonne auf diese Saturn, Pluto und Uranus, Neptun. Sehen Sie immer näher. Jetzt ist sie drauf. Merkur ist drauf. Im November. Also das ist Uranus, Neptun, Sonne, Merkur. Ja, also. Ich möchte hier nicht dunkeln. Das ist einfach als Begriff die Ohnmacht. Ich sage kein Ereignis dazu. Ich sage einfach, es ist ohnmächtig. Ja? Hier ist Uranus, Neptun, Radix und Saturn, Pluto, Radix ist hier. Also da, das wäre dann schon vor dem 11., das wäre dann schon, Radix wäre dann schon, ja, da wäre dann der Merkur auf Progressiv und die Sonne auf Radix. Jetzt dann, um den 20., 25. Oktober. Und tatsächlich, jetzt hat sie die ganze Uranus Neptun, das ist dann die ganze Bande, die ganzen Zeitungen, also man kann jetzt von Clinton-Presse schreiben, weil Trump hat gesagt, ja, lassen wir CNN und alle diese Sender und diese Zeitungen. Wir werden das auch so schaffen, das hat er natürlich großspurig gesagt. Aber ehrlich gesagt, ich meine, die schaden ja dem nur, die holen da jetzt noch Zeugs hervor, dass vor 20 Jahren hat er eine Frau geküsst oder was weiß ich, weil eben jetzt der Hannity von Fox News, Fox TV, der wirklich gut ist, der hat jetzt diese Frauen einmal genauer befragt, die er selber dort in das Duell gebracht hat, beispielsweise, oder vor allem die 12-Jährige, die damals 12-jährig war und von beiden Seiten brutal
er sexuell missbraucht wurde. Ja, diese Sache hier und Uranus auf dem Neptun, das ist der Neptun, allerdings auch auf Jupiter, aber diese zwei Achsen, auch ohne die Sonne, geben ein Leiden. Die geben ein Leiden. Die würden auch ein Leiden geben, wenn nur eine exakt auf der Radix-Achse, auf derselben Radix-Achse wäre. Jetzt sind die aber nicht nur exakt auf der Radix-Achse, sondern die stehen auch progressiv zusammen. Und die stehen natürlich nicht seit 3 Wochen, sondern seit Jahren zusammen. Denn Saturn und Pluto, na gut, die laufen ein bisschen schneller und Uranus nicht und die laufen ja kaum. Und die sind so gelaufen, dass sie miteinander liefen. Und jetzt muss die Sonne da drüber. Also da nimmt mich dann schon Wunder, was da geschieht. Ich meine, WikiLeaks, 4000 Papiere, einige hundert oder einige tausend sind schon gekommen, ganze Karten. Ich weiß es nicht, aber ich sage, energetisch ist das ein Transit, der sehr, sehr, sehr schwerwiegend ist. Also schwerwiegend unterstreichen und dick geschrieben. Ich mache noch Mars Saturn, der kommt dann auch noch. Also das ist ja krass. Saturn, Pluto, Uranus, Neptun und Mars Saturn, das ist jetzt Mars Saturn. Der kommt gleich auch noch, also der kommt etwa im Januar. Aber das sind eben nicht, da kann man nicht sagen, ja, eine Woche und die nächste Woche, sondern das ist, die wirken 2-3 Monate und vor allem die lösen einander sofort ab und wenn sie zusammenstehen, wirken sie miteinander und das ist ganz viel, was da wirkt. Das ist im Zehnerteiler, also Biquintile, Quintile und Semiquintile. Es sind Aspekte, es ist egal was. Es könnte 17,2 sein. Wenn alle so zusammenstehen, bedeutet das, sie machen eine Konjunktion auf 17,2. Das ist egal. Also, das gibt mir zu denken, da war sie ja Mars Saturn, über Mars Saturn ist sie schon gegangen über Radix, aber sie kommt noch auf den Progressiven. Gegangen ist sie ja um diese Zeit, also Juni, Juli, also Juli dann und so weiter, da hatte sie noch diese bösartigen Dinge, glaube ich, gegen diesen Bernie Sanders, glaube ich, ja, der dumm genug war und sich ihr anzuschließen, wie es diese De Niro da erlaubt hat, wegen den Sprüchen, den dummen Sprüchen, den er einem Jungen vorgeplappert hat, der träumt vor 11 Jahren, aber gesagt hat, ich bin verheiratet, ich kann nichts tun, aber du kannst tun und dann also wirklich unentschuldbar für einen Präsidenten. Darum ja der Neptun auf der Sonne von der USA. Also es wäre dann auch eine Notlösung und eine Schwäche. Aber mit der Clinton wäre es noch schlimmer, denn die haben Schlimmeres getan. Die haben nicht geredet, die haben gehandelt. Und was das ist, diese Population da, Mars Saturn, da hat sie den Bernie Sanders reingelegt, gelogen vor dem FBI. FBI hat auch gelogen oder geschützt und so weiter. Also da wurde gelogen und betrogen und getan und
da war dann Blut auf Saat und da hatte sie sicher noch in anderen Aspekten, also nicht sicher, es ist so, hatte sie gute Aspekte, auch dieses Jupiter auf Sonne da, der ist Rechtsangelegenheit und müsste eigentlich vieles bringen, er bringt auch viel, eben die Clinton-Presse, die ihr jetzt überall hilft und irgendwelche hysterische Frauen herausgräbt, die auch geküsst worden sein wollen von Trump. Und wer sucht, der findet. Aber darum geht es nicht. Geschichten können Sie sich selber ausmalen und die stehen zu Dutzenden im Internet. Geht 2 Stunden und mehr zum Teil. Und nach jedem Ereignis weiß einer ganz genau, was passiert. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass das Mars Saturn Saturn Pluto hier Uranus Neptun gleich hier, gleich drauf und Sonne Saturn ganz woanders. Sonne Saturn hier, aber im Quadrat dann eben hier, kurz vor der Sonne, also wir sind hier im Juli 2016, wir müssen wieder dorthin gehen, wo wir jetzt sind, oder sagen wir zum 19. Oktober. Und den Sonne-Saturn einstellen, ja, der kommt auf die Sonne und der ist im Januar. Vor der Sonne. Also, man kann sagen, auf der Sonne. Jetzt. Schauen Sie mal das an. Im 12. Teil. Sonne, Merkur, die Presse, die Lügenpresse, die schöne Presse, alles schön darstellen auf der Sonne. Für diese Person. Und das sind auch die Personen, die schreiben, die lügen, die euphemistisch. Ja. Sonne Saturn auf Neptun, natürlich. Die Pflichten, die getan werden, sind verlogen, sind erfunden. Illusionen, Fantasien sind, ja, wie ich am Anfang gesagt habe, seit wir schreiben, denken wir, und seit wir denken, schreiben wir. Und kennen die Zeit und machen daraus, was wir gemacht haben, aus der Wirklichkeit. Der Wirklichkeit setzen wir unsere Realität auf und das machen die Amerikaner am besten. Die haben keinen Mutterkontinent, das sind alles Flüchtlinge gewesen und Verurteilte. Und 2003 schrieb Kagan, Robert Kagan, von den Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein. Das kam in ARD, ZDF,
in den Hauptnachrichten wurde das Buch empfohlen. Alles Lügen. Und seither ging es bergab. Dann kam der Krieg. Gleich darauf kam der Krieg nach dieser Propaganda. Und dann kam diese Herr Bush und Obama, die Weltpräsidenten sein wollten, beides Löwen, ja, natürlich. Aber der Trump hat seinen Aszendent, wenn die Zeit stimmt, auf dem letzten Grad vom Löwen, und da ist ein Zwilling. Also er redet viel und dadurch muss er dann Gefühle nachholen. Und sie fühlt, und weil sie skorpionisch fühlt, also nach mir die Sintflut, ja, kann sie nur Standardreden benutzen, immer dasselbe. Und sonst sagt sie einfach, die anderen haben gelogen oder die anderen haben getan. Gut, woran mir lag, war eigentlich aufzuzeigen, dass Mars Saturn bei ihr unbedingt etwas bringen müssen, dass wir nicht wissen, was, weil es ist nicht nur Mars Saturn auf dem Polus da, es ist Saturn, Pluto, jetzt, ja, 20. 25. auch auf Radix, also da wird etwas sein, da wird es was sein, und Uranus, Neptun. Natürlich ist schon was, es ist ja diese ganze WikiLeaks-Affäre, aber das trifft also in der Regel dann schon auch den betreffenden, den betroffenen Eigner. Ich weiß es nicht, ich gönne ihr das nicht, wirklich nicht, obwohl ich zum ersten Mal sagen kann, ich verachte jemanden, das konnte ich noch nie. Das habe ich noch nie so, ich habe schon gedacht, das Arschloch und so, jetzt zu Deutsch gesagt, und oder habe den Schuh rausgenommen, sie sind mir zu blöd, der ist mir zu blöd, die ist mir zu blöd, und so arrogante Gedanken, aber dass ich jemand wirklich verachtet habe, also ich war auch erschrocken, wo ich das Trump-Video gesehen und gehört habe. Aber das ging dann eine Weile und dann hat man gedacht, ja, und so weiter und so fort, wir sind Menschen, aber was die an Opfern schon verursacht hat und dann noch privat mit diesem Clone, den sie da herumschickt, ihren Alten, den Bill Clinton, und was der gemacht hat, und sie ist eigentlich noch schlimmer als er. Das kann ich dann vielleicht verstehen, warum solche Progressionen sind. Ich möchte aber nicht urteilen, aber ich möchte sagen, von nichts gibt es das nicht. Ich stelle immer von den drei anderen ein, und der Strich ist immer am gleichen Ort. Nur der kommt noch ein bisschen später. Und das ist Mars Saturn, den hat sie irgendwo sehr gut gestellt, weil sie ja mit Morden, ja, hier kommt er auch, hier muss er, oh je, hier ist im Sechserteiler, muss die Sonne dann auch noch drüber. Also das ist jetzt Oktober. Ja, das ist dann im Dezember, Januar. Also,
Das zu Uranus, Neptun und so weiter. Also, das ist einfach sehr hart. Und wie gesagt, ich möchte mich hier nicht belasten. Ich gönne es ihr nicht. Aber Erstaunen, jetzt wollte ich fast sagen, Erstaunen tut es mich trotzdem nicht, aber das stimmt nicht. Es erstaunt mich. Es erstaunt mich wirklich. Denn das habe ich jetzt eigentlich selten gefunden. Und wie sie da vibriert wird, dass sie das übersteht, das müssen ja wahre Künstler sein. Vielen Dank und ein andermal.